Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Wir sind jetzt im sechsten Kapitel angelangt vom Spiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Kapitel hier noch kommen werden. Kann sein, dass es 10 sind oder mehr. Megan kann auf sich aufpassen. Ich führe schon Selbstgespräch. Megan ist in der Stadt. Ich werde Ihnen alles erklären. Aha. Schönes Porträt von mir. Beziehungsweise ist ja, sieht eher nur wie eine Konzeptzeichnung aus. Noch. So kann sich ja noch ändern. Ich hätte nie gedacht, so müde zu sein. Ich kam wegen des Essens und der guten Luft nach Kanaka. Und jetzt das. Okay. Dann besprechen wir uns mal mit dem guten Mann ab. Ich muss wissen, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wir wissen nur, dass in Aramis Stiltons Haus vor 3 Jahren etwas Seltsames passiert sein muss. Aber er ist verschwunden. Stilton lebte in einem Bunker, der mit einem Schloss von Jindersch gesichert ist. Vielleicht erfahren Sie dort, wie sich Delilah aufhalten lässt. Aber erst muss ich dorthin. Durch eine vom Herzog geschaffene Ruine, wo ich früher gewohnt habe. Megan hatte eine tolle Idee. Paolo ist der Anführer der Heuler. Er möchte Vizeaufseher Burn umbringen. Und Burn möchte Paolo tot sehen. Beide Gruppen werden sie sofort angreifen, aber wenn sie ihnen die Leiche des Erzfeinds bringen, gehören sie gleich zur Familie. Das ist immerhin ein Weg, um in Aramis Stiltons Haus zu gelangen. Ich bin mir sicher, das funktioniert. Ist schon mal ein Plan. Zurückzukommen, die Veränderung zu sehen, wie alles heruntergekommen ist. Manche Leute haben großen Einfluss. Ja, das muss echt krass für den Corvo sein, nach Hause zurückzukehren und dann ist hier alles so verändert. Es ist zugegebenermaßen auch ein bisschen interessant, wenn man mit Emily spielen würde, dass sie anfängt, einige Sachen über ihren Vater zu erfahren, die sie vorher nicht gewusst hat. Aber, naja, wie gesagt, im Prinzip gleichen sich beide Geschichten wie ein Ei dem anderen. Ich habe bislang keine signifikanten Unterschiede zwischen Emilys Geschichte und Corvos Geschichte gesehen. Nicht mal ansatzweise. Und das finde ich ist ziemlich schade. Dafür, dass man am Anfang die Wahl zwischen zwei verschiedenen Charakteren hat, möchte man glatt meinen, irgendwie hat das Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Auf einige Dialoge oder so etwas. Die Dialoge sind minimal abgeändert, aber ansonsten war es das auch. Es ist jetzt nicht so, als ob, keine Ahnung, man es mit anderen Personen zu tun bekommt oder sonst was. Sind Sie bereit? Jetzt habe ich den Mann unterbrochen. Ja, los geht's. Gehen wir. Ich bringe Sie so nah ran wie möglich. Und auf mit der Maske. Ich glaube, wenn man als Emily spielt, dann zieht sie sich einfach nur so ein Halstuch bis zur Nase hoch. Und da finde ich ehrlich gesagt die Sequenz mit der Maske um einiges cooler. Zu wissen, dass man dieses Ding auf hat, anstatt einfach nur so ein Tuch bis zum Gesicht hochzuziehen, bis zur Nase hoch. Staubbezirk. Du musst den Staubbezirk durchqueren, um Aramis Stiltons Anwesen zu erreichen, in dem sich weitere von Delilahs Geheimnissen befinden. Vizeaufseher Burn und seine religiösen Anhänger führen Krieg gegen Paolo, den Anführer der Heuler. Gegen einen Gefallen wird dir entweder Burn oder Paolo helfen. Tja, das ist jetzt echt die Frage. Für wen sollen wir uns entscheiden? Für Paolo oder für Burn? Wem wollen wir unsere Hilfe anbieten und dafür den Gegner erledigen? Das Problem ist, ich muss denen quasi die Leiche von dem Gegenspieler bringen, aber wäre das dann ein Mord? Aber er nicht gekannt. Wer war er? Dem alten Herzog treu ergeben. Stilton hat mit den Silberbergwerken ein modernes Kanaka aufgebaut. Er hat sich vom Nichts zu einem befestigten Anwesen hochgearbeitet.
Aber jetzt gibt der neue Herzog das Geld so schnell aus, dass die Bergleute Tag und Nacht schuften. Der Bezirk ist verfallen. Der Staub vertreibt alle. Nur die Hoffnungslosen bleiben. Der Herzog von Cerkonos hat versagt. Sein Vater war ein guter Mann. Stimmt, aber das Leid, das der neue Herzog brachte, war nur durch Dunwalls Unterstützung möglich. Jedenfalls müssen sie durch den Staubbezirk, um Stiltons Haus zu erreichen. Vielleicht ist er dort oder er ist tot. Tja. Die große Frage ist natürlich, wie und warum ist er verschwunden? Untergetaucht, ein Unfall, da gibt es ja einige Möglichkeiten. Sobald sie im Staubbezirk sind. Sie sagt ihnen mehr. Ich warte hier im Beiboot, um sie später zur Dreadful Whale zurückzubringen. Alles klar, Sokolov. Wir sehen uns dann. Upsala. Erstmal hier ein bisschen umgucken. Zu Megan Foster. Megan. Ich spreche das ja immer so langgezogen aus, den Anfang ihres Namens. Megan. Sie heißt ja Megan. Oh, Moment. Oh, da war wieder der Hustenanfall. Rohrwallknochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege gerade, was soll einen dieses Knochenartefakt-Herstellungssystem bringen? Ich meine, wäre ich damit jetzt theoretisch in der Lage, die Effekte von mehreren Knochenartefakten zusammenzulegen, sodass ich mehrere Effekte gleichzeitig tragen kann? Also jetzt sind quasi meine Knochenartefakte auf 7 beschränkt. Mit anderen Worten, 7 verschiedene Fähigkeiten, die ich ausrüsten kann. Und wenn ich jetzt diese Knochenartefakte schmieden würde, dann jetzt beispielsweise ein Knochenartefakt mit 2 Eigenschaften, dann wäre ich in der Lage, bis zu 14 Eigenschaften mit 7 Artefakten auszurüsten. Das wäre durchaus eine Überlegung wert. Dadurch hätte ich halt mehr Platz für Fähigkeiten, aber habe ich momentan den Bedarf für noch mehr Platz? Du regenerierst unter Wasser Mana, Schwertangriffe schneller, Weitreichen und Teleportieren verbrauchen kein Mana, wenn es innerhalb einer Sekunde nach einem Mord verwendet wird. Deine beherrschten menschlichen Wirte können sprinten, gegnerische Wirte werden ohnmächtig, wenn du sie wieder verlässt. Oh ja! Wieso habe ich das nicht ausgerüstet? Ich dachte, ich hätte das bereits. Elixiere regenerieren etwas mehr Mana, Klettergeschwindigkeit leicht erhöht. Falkenangriffe regenerieren etwas Gesundheit. Das ersetze ich mal durch Trennungsschmerz. Weil das ist ideal. Für einen wie mich, der ja immer versucht, das gute Ende zu erreichen, niemanden umzubringen, ist das eigentlich perfekt. Wow. Was ist das denn für eine fette Pipeline? Mehrere Pipelines. Wow. Sie sind ja noch nicht mal fertig. Batista-Promenade. Also die werden noch gebaut, oder wie sehe ich das? Boah. Okay, irgendwie ein leicht anderer Touch, dieser Teil der Stadt. Wow. Wow. Gefällt mir. Aber wir gehen irgendwie gerade in die andere Richtung. Das könnte... Oh. Hoppala. Das sind schon die ersten Wachen. Super. Och, schon wieder das Telefon, das gibt's doch nicht. Mann, das Telefon hat mich schon einmal unterbrochen. Komm ich da hoch? Nee. Oh. Ein junger Lieutenant wurde von einer Aufsehergranate getroffen. Und das war's. Sie war eine entfernte Cousine des Herzogs oder so. Scheiße. Hoffen wir, sie schwächen sich gegenseitig, damit sie nicht mehr kämpfen. Das geschieht erst, wenn jemand es schafft, Paolo oder Vizeaufseher Byrne zu töten. Und tja, das werden nicht, wohl wir Sie sein. Oder ich zum Crown's Hand oder der vorübergehenden Festung des Ordens durchkommen. Oh nein. What? Genau, großartig. Schon verkackt, oder? Shit. Ich dachte... Da war doch... Oh.
Werde ich abbremsen. Nee. Nicht. Das wäre nichts mehr geworden. Was? Wo ist der? Wie wird das möglich? Bin ich. Ah, sehr gut. Das ist nicht. Hey, das ist geil. Hä? Das ist nicht. Wieso? Na komm, dir werde ich zeigen. Fliehen ist zwecklos. Nein. Och, Manno. Scheiße nochmal. Sind die doof. Aber wieso ist der eine jetzt bewusstlos geworden? Hier, der hier. Wieso ist der bewusstlos geworden? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab dem doch nichts gemacht. Ist der aus Schock bewusstlos geworden, weil sein Kollege... Naja, was soll's. Diesen Glücksfall sollte ich vielleicht nicht zu sehr hinterfragen. Boah. Also, ich glaube, der Name Staubbezirk... ...wurde nicht ohne Grund gewählt. Krass. Holy shit. Buy two oil cans, get one free. Wow, was ein Angebot. Aber in dem Laden würde ich eh nichts mehr kaufen. Das war sicher nichts. Hat halt ein Hund gebellt oder so. Aber jetzt sind natürlich alle nervös. Oh, kann ich hier durch die Fenster? Tatsächlich. Naja, ich kann sie öffnen, aber durchsteigen kann ich nicht. Okay. Also es gibt hier mal wieder einiges an sammelbaren Gegenständen. Ja. Ist über mir irgendwas? Weil ich höre wieder dieses komische Geflüster. Ich meine, klar, es wäre schon krass, wenn direkt am Anfang irgendein sammelbarer Gegenstand wäre, aber es wäre ein Umstand, den ich sehr begrüßen würde. So. Oh je. Was mache ich nur hier draußen? Keine Lust mehr, selber Staub aus deinen Augen zu waschen. Der Großpalast. Also das wäre mal was. Wow. Alles richtig schick. Okay. Ich höre diese verdammten Windmühlen im Schlaf. Wie komme ich an denen vorbei? Dann nach Hause. Ah, ich weiß schon. Staubsturm im Anmarsch. Zack. So. Wow, wow, wow. Alter. Kriege ich Schaden dadurch? Ach, warte mal. Kann ich das als Tarnung nutzen vielleicht? Das wäre doch gut, oder? Sehr gut. So, das ging ja noch. Ja, man muss halt so ein bisschen quasi wie in Portal denken. Dann kriegt man's hin. Was haben wir denn hier? Zahlreiche Opfer bei Bergwerkskatastrophe. Wie ein Repräsentant des Bergbaufamilienkomitees berichtete, wurden bei einem weiteren Einsturz eines Silberbergwerks 8 Arbeiter verletzt und 12 getötet. Nach Meinung des Komitees sind die unrealistischen Produktionsziele des Herzogs die Ursache dafür. Genannt wurden die seit dem Verschwinden des Besitzers Aramis Stilton eingeführten Überschichten. Die Bergwerke werden nun direkt vom Großpalast verwaltet, bis Stilton zurückkehrt oder ein neuer Leiter gefunden wird. In einer offiziellen Erklärung des Großpalastes wurde allerdings menschliches Versagen als Ursache des Einsturzes genannt. Außerdem enthielt sie die Drohung, jeden zu inhaftieren, der wegen der Demoralisierung der Bewohner Kanakas für schuldig befunden würde. Wir beim Kanaka-Anzeiger unterstützen die Anstrengungen zur Bewahrung der Einheit Serkonos. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verletzten und Getöteten. Oh, das scheine ich schon gelesen zu haben, den Artikel. Mist. So, was haben wir hier? Leitende Fasern. Ein weiteres Upgrade für unsere Armbrust.
Ach ja, was ich vorhin sagen wollte, eine Befürchtung, die sich mir erschleicht. Wenn ich mich zwischen einer von beiden Parteien entscheiden soll und ich soll quasi die Leiche vom einen Anführer dem anderen Anführer bringen, heißt das, ich bin zu einem Mord gezwungen in diesem Kapitel? Und falls ja, dann frage ich mich auch, ob dieser Mord dann für meine Statistik zählt, wenn er notwendig ist. Weil das wäre schon ein bisschen scheiße, wenn ein Mord unabdingbar wäre und dann zieht er einen aber trotzdem in der Statistik runter. Das wäre ja leicht unfair. Geht weg. Warum sind hier Blutfliegen? Gott. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hoppala. Hoffentlich nichts Schlimmes. Vielleicht falscher Alarm. Ja, genau. Falscher Alarm. Oh. Ich speichere mal lieber vorher. Ist mal wann. Und ich sollte auch noch mal gucken, ob vielleicht hier in der Nähe noch einer ist. Direkt hinter der Lichtwand, kann ja sein. Nee, sieht nicht so aus. Sonst liegt hier auch kein anderer rum oder so. Ja gut. Na dann, nein! Ach, Menno. So. Hihi. Guckt euch das an und der merkt. Zack! Ich mag diese Falkenangriffe, ich finde die super. Die sind leise, obwohl sie nicht im geringsten leise klingen. Und man kriegt die Gegner damit verdammt schnell ohnmächtig. Würgen, das dauert ja seine Zeit. Und währenddessen hat man ein großes Risiko, entdeckt zu werden. Aber die Falkenangriffe, zack, weg ist er. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Ah, zu essen und Pistolenkugeln. Genau das, was ich nicht brauche. Ach, ist Megan hier im Gebäude? Eventuell. Oh, hier ist sogar ein Knochenartefakt in der Nähe, wie es scheint. Ja, oder eine Rune. Irgendwas Nützliches ist hier ja immer zu finden. Oh, schade. Ah, das ist auf jeden Fall mal ein interessantes neues Gebiet hier. Kann ich mich da durchteleportieren? Nee, schade. Kann ich hier... hoppala. Okay. Ganz ruhig. Nee, da stürze ich nur in meinen Tod. Schade. Wie soll ich denn da sonst rüberkommen? Oh, so vielleicht. Immer dreidimensional denken. So. Ja, hier komme ich auch nicht außen rum, aber das muss ich ja vielleicht auch gar nicht. Upsa. So, jetzt muss ich nur noch einen Weg runter finden. Also in dem Gebäude rechne ich jetzt auch nicht großartig mit Wachen oder sowas. Da, hier ist bestimmt Megan drin. Oder Megan. Hallo, kaiserlicher Schutzherr. Hi. Stirtons Haus ist gleich da drüben. Aber hineinzukommen wird nicht einfach. Seit wann sind die Sachen jemals einfach? Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten einen Plan. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Haben Sie sonst noch was? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarz-magisches Artefakt. Oh. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Okay.
Also mit anderen Worten, Paolo wird ein bisschen eine bisschen größere Herausforderung sein. Okay. Tja, soll mir recht sein. Also hier ist noch neutraler Boden, hat sie gesagt. Okay. Kann ich die Bretter kaputt machen? Ja, sehr gut. Sie verlangt zu viel von den Bergleuten. Ich sollte was tun, um ihnen zu helfen. Das werde ich sowieso tun. Hallöchen, Rune. Sehr schön. Das ist das Blut unserer Feinde. Ja, nee, ist klar. So. Ist hier vielleicht direkt schon irgendwo das nächste? 40 Meter, das ist ja in der, das ist schon in der Nähe. Der Rest ist etwas weiter weg. Was ist das hier für ein Weg? Komme ich hier wieder zurück? Ja, was ist das denn? Die Crone's Hand. Die Perle von Serkonus. Spaß ohne End im Salon der Crone's Hand. Treffpunkt und Anbieter für starkes Essen und Trinken. Jedermann willkommen, bisher unübertroffen. Heimat des Würfelspiels, 5 Münzen, abendliches Abendrücken. Wetten willkommen. Junge Gentlemen und Ladies hereinspaziert, keine Altersgrenze. Am 1. des Monats ist Alleenacht. Nach 3 Allees erhalten Sie das 4. zum halben Preis. Einfach zu finden auf der Mirama Street im Staubbezirk, ehemals Batista-Bezirk. Aha. Wird das irgendwie relevant für mich sein? Kann ich mich in der Bar vielleicht verstecken? Was ist das denn hier für eine Plakette? Wohnen Sie in Frieden. Sie waren ein guter Mann. Theodanus Abel, Duke of Darkana. Ach, he cast his dreams with the people of Serkonus. Okay. Er erfüllte sich seine Träume mit den Leuten von Serkonus. Wow. Jimmys Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus so gesichert ist. Aber sag schon, kommst du da rein? Was ich will. Durante weiß, wie man da reinkommt. Paolo hat ihn den alten Stilton füttern lassen. Ich wollte ihm das Geheimnis abkaufen, aber die Aufseher haben Durante mitgenommen. Ich verstehe das einfach nicht. Da sind keine Spalten. Jimmys Schwester sagt, es ist eine Spielerei, als hätte es kein echter Schlosser gemacht. Genau, das war ja der... Nein, es ist von Kirin Jindosh. Genau. Verfluchtes Genie. Er baut die mechanischen Soldaten für den... Och, nö. Na schön. Vielleicht ein andermal. Oh, jetzt hat sie mich gesehen und das Gespräch wurde beendet. Shit. Spielen später Würfel. Auch Lust? Auch warum nicht? Ach, die Frage war nicht an mich gerichtet. Okay. Erstmal umgucken, ob hier vielleicht irgendwo was rumliegt. Pay what you owe. Zahle, was du schuldest. Oh. Was ist das denn? Aufgespießte Aufsehermaske. Die Banden gingen sich schon an die Gurgel, als ich noch klein war. Aber jetzt ist das Ziel der Orden. Der Staubbezirk. Ist es hier noch neutraler Boden? No trespassing. Keep out. Ah, okay. What? Hä? Was stand da gerade? Knochenartefakt nehmen? Wo ist das denn? Da ist eine Rune. Da kann ich ja wohl noch rein, ohne dass sie mich angreifen, oder? Nora, da drüben hast du was jemand gesehen? Ich sehe nur kurz nach. Ey, vielleicht ganz ruhig, ja? Ganz ruhig, ja, ich bin noch nicht in eurem Gebiet. Wow. What the fuck? Hört ihr die Musik gerade? Dieses leichte Inception-Theme? Dun. Oi. Da ist die Rune. Dahinter. Ah, ne. Ah, hätte er sein können. Okay. So. Ach Gott, schon wieder diese Blutfliegen. Warum kann ich nicht mal Ruhe vor diesen Viechern haben? Gibt es irgendein Kapitel, in dem diese Viecher nicht vorkommen? Außer das erste.
Naja, gut. Bevor wir uns diese Rune allerdings holen, würde ich sagen, ich beende diesen Part. Von daher vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, wo wir weiter durch den Staubbezirk laufen werden und mal sehen, für welche Partei wir uns am Ende entscheiden werden. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!